Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Butchern von Kalle den Ultramapper. Ja, klar, ihr müsst jetzt eine Folge Ballenstapeln aushalten. Ja, eine ganze Folge müsst ihr jetzt durchhalten. Nein, müsst ihr nicht. Svenny hat's weggemacht. Mein Segen ist fertig. Oh, dies. Ah, pieken wir diese. Es ist vollbracht. Ich hab's runtergeräumt. Aber wirklich jeden Ballen einzeln extra auf den Wagen stapeln und so. Ja, ist schick Kram. Das braucht wie nicht, ne? Wie mag das eben so? Dann geht das. Ist auch erledigt. Checkhaken in der. Läuft. Premium. So, jetzt müssen wir eben die anderen Mopeds alle zum Hof holen. Ja, den Quadtrack muss ich jetzt noch zum Flügen ansetzen. Dann kriegt der nämlich direkt die Drille hinter. Von wegen, weißt du? Oh, coole Arbeit, mein Jung. Du machst echt einen Premium-Job. So, guck mal hier, Realismus-Fanatiker. Hast gesehen? Das hat ganz gut was gegeben, das zeigt euch. So, wir machen Hüppelinski. Du bist fertig, ne? War letzte Ecke. Glaube ich zumindest. Du hast gar keinen Gang drin, ey. Bist du besoffen oder was? Mach der Handbremse rein und der Gang drin. Was geht denn da? Da haben wir. Ja, der Rest ist nicht. Da brauchen wir nicht düngen. Wiesen müssen wir erst mähen. Da müssen wir jetzt gleich ein Kalkerchen machen, ne? Ja. Wir könnten hier noch so einige Bauvorhaben hinmachen, ne? Aber ich weiß noch nicht, was so. Komm, wir bringen jetzt mal ein Moped hier zum Hof. Fällt das fort? Da. Fahren wir da lang. Den Weg kenne ich. Hier an der Pferde vorbei. Der Dingsbums hat mir. Ja, ich komme, ich kann den Namen. Weiß ich nicht. Hier mit Steieraufbild, der kleine. Der hätte mir das Second, ne? Guck mal. Moin. Läuft. Abfahrt zu dir auf. Das läuft. Und dann den anderen zum Hof. Der hätte noch einen Düngerstreu vorher voll machen können. Aber ist jetzt egal. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts im Tank hier. Diesel. Läuft. Oh, nicht gut. War ein Drifterchen, hast gesehen? Wenn nicht, spur mal zurück. Muss den Zeitlupe laufen lassen. Dann siehst du ja. Langsam hier jetzt an den Hof dran lang. War noch keine da. Jetzt muss es Schub geben, wegen dem Fahrtwind, damit die Euter kühl bleiben, ne? Sonst dauert das so lange, bis die Milch runtergekühlt ist. Kostet alle Ströme. Deswegen ab und zu mal Schub geben, wenn ein Kuhstall vorbeifährt. Wegen der Euterkühlung. Kannst du hinterher sparen an Ströme. Man muss hier ein bisschen. Nee, ne? Man kann sagen, du kommst hier rein, du wohnst jetzt hier. Defekto. Erste Schlepper ist schon mal wieder ein Hof. Handbremse rein. Zweite Schlepper kommt zum Hof. Kurs rausmachen. Oh ne, den fahren wir aber direkt erstmal auffüllen. Sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. Aber erstmal hier Quadzilla ansetzen. Nein, was ein Stress. Die Gewächshäuser habe ich immer noch nicht fertig, ne? Quadzilla. Und setze dann hier locker flockig eben hier so auf den Acker an der. Muss dann ein bisschen hier so hin vorne. Von wegen Abstand, so. Nur do, dann kannst du einen Kurs regenerieren, ne? Ich kann auch Blödsinn erzählen, das ist nicht normal. Was war das? 6, ne? 6.
Die Zahl 6. Mit C. H, ne? Die war das. Plögen. Hallo, was macht ihr denn jetzt hier? Willst du mich gerade veräppeln? Wir wollen hier ein Speichern. Cool, Speichern aktivieren. Flügen. Ah, wir sind so Premium. Wir fahren mit Quazilla hier auf Butschern rum, ne? Von dem Ultramapper, ne? Kennt ihr den Ultramapper? Weiß einer, wer das ist? Ich weiß das gerade noch so, ne? Ne, hier müssen wir hin. Hier zum Feuer des Tages mal blinken, ne? Ah, den schaffen wir noch locker. Hast gesehen? Hätte Angst. Wo wir roten fahren. Ein anderes Rot wie der Rote da, ne? Ach, der Weiße schon wieder, ne? So, Kollege Schnürschuh, wir haben's eilig. Kann man noch da lang prackeln, ne? Hier so in den Ort rein auch nicht, ne? Irgendwie ist Vorfahrt gewähren. Ja, wir haben Vorfahrt. Hier darf's auch nur 30 laufen, ne? Vorne ist egal, aber hier darf's nur 30 gehen. Deswegen steht das auf der Straße. 30. Für die Fußgänger. Haben die deswegen extra auf die Straße gemalt, weil auf dem Bordstein war kein Platz. Das weiß ich von Kalle, der wollte das nämlich auf dem Bordstein modden. Haha. Und, ne? Um Ausreden bin ich nicht verlegen. Haben wir alles schon? Alter, nein, bin ich in Hintern, ey. So, Abflug. Und mähen, ne? Was? Wasser in den Gehäckshäuser vorne, ne? Was war das denn da? Wasser in den Gewächshäuser müssen wir noch fahren. Mähen. Wieder mal, aber Silage, Gras machen wir. Drillerchen. Und Kalk. Wir haben hier so viel zu tun, das ist anormal. Das ist so eine 16-fach-Map. Der Kalle, der verschaukelt uns immer hier. Kleine Map und so, weißt du? Nicht viel zu tun, denkst du da? Schicklaum. 16-fach ist das. Wenn nicht sogar 32-fach. Ich bin mir dann nicht so sicher. Und da wir ja fixe Trecker haben, fällt das nicht so auf. Auch mal hier über die 32-fach mit dem 25er Schlepper. Dann merkst du, dass das ein 64er ist. Schickram, ich kann nur Blödsinn erzählen. So, hier müssen wir gleich ab, ne? So, ich glaube, wir mähen jetzt erst. Dass wir Silage kriegen, wir müssen Rinder kaufen. Dann fehlt uns nämlich noch. Hast gesehen, wie elegant ich den abgehangen habe. Hab das Fenster hinten losgemacht, den Hebel gezogen und dann lauf. Nee, ich glaube, die verkaufen wir. Wir kaufen uns die Pöttinger. Oder? Das ist hier. Ein Mann hier! Wie verkaufen. Wir kaufen Pöttinger. Weißt du, mit Schwatte und so. Kuhn ist ja nicht schlecht, aber weiß nicht. Mach's gut. Ja. Außerdem waren die Messer kaputt. Wenn wir schleifen müssen. Das ist Schikram. Kannst besser noch Mehl verkaufen. Hatte ich schon mal Messer geschliffen? Ich hab das gehasst, ey. Alter, nein, wir haben ja gar nicht viel Auswahl im Mod-Ordner hier, du. Jo, das wollen wir. Hat der Onkel Doktor gesagt. Kauf dich mal neue Mehrwerke. Kaufen. 160 PS nur? Abfahrt.
Hätten wir mit dem Fiat mehr hinfahren können, ne? Aber keine Fronthydraulik. So, wo machen wir denn gleich platt? Sind alle so Riesenwiesen hier, ne? Und wir fahren schon so schnell. Hast gesehen, wie der Fahrtwind uns hier... Guck mal hier. Habt ihr das? Kennt ihr das? Hier, guck mal. Das merkst du direkt an den roten Fies. Hast gesehen, wie der dich in den Sitz drückt? Ha! Albern, ne? Heute ist albern, oder? Ja, muss auch mal sein. Vorsicht, Kollege. Nicht, dass du den Kratzer in meinen Schlepper machst. Na, meine Mamas? Halten wir eben auf dem Rückweg an und gucken mal, ne? Da dann, der läuft da aber ganz schön auf dem Deich, da. Ist wahrscheinlich nicht so windig. Conny Steifelbrise. So, wo sind sie denn, die schönen Mähwerke? Da. Den wollte ich haben. Fangen wir jetzt mit vorne an. Mach mal Q. Wo sind der Händlerkollege? Komm mal hier. Nee, fahren wir nochmal vor. Da sind wir aber auch scheppig dran gefahren, du. Komm, weil ich mich nicht eingewiesen habe. So, noch ein Stück. Oh Gott! Jetzt musst du hupen. Hupen, Svenny. Hupen. Danke, sehr liebenswürdig. Eben Geheimzeichen für den Händler. Brauchst du nicht extra aufsteigen. Kostet nichts mehr. Müsst ihr mal ausprobieren. Dreimal hupen. Und dann Kuh. Dann siehst du direkt, wie der Händler das Mähwerk angehangen hat. Ach, Leute, wo mähen wir denn jetzt erst? Kalken müssen wir eh noch alles. Ich hab nix für morgen fertig an Videos, ne? Das ist zum Mäusemelken, es ist Mittwoch. Ich hab noch nix fertig für morgen. Loveborg? Ja? Tun die euch schön mit Fischbrötchen füttern, oder was? Ja, dann lasst mir auch mal eins über, ne? Die haben's gut, du. Die kriegen lecker Fischbrötchen. Oh, die ist so riesig, die Wiese, ne? Wir nehmen die andere erst. Wir müssen alle mähen. Wir können auch was in der BGA heizen, ne? Wenn wir mal ganz viel Zeit haben. Hier ist Geheimeinfahrt, ne? Nee, offizielle Einfahrt. Ei, cookie da. Offizielle Einfahrt. Haben wir schon ein Bild? Nee, ne? Nee. Ich bin mir nicht sicher. Was ist das denn? Kein strange Set gemacht hier? So, mach an. Der auf Ton kommt, nämlich gar nicht. Boah, da steht aber auch eine Matte drauf, wa? Guck mal. Dann zusammen, du. Das wird nicht wenig. Guck dir mal den Schwatt an. Heiler neu, ey.
Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.